Dynamo TV aus dem Trainingslager wird präsentiert von DynTour, der Spezialist für Angelreisen und Ferienhäuser in Norwegen. Tag 2 im Trainingscamp in Österreich. Christian Fjell nutzt jedes Zeitfenster auf dem Übungsplatz, um inmitten eines herrlichen Alpenpanoramas mit seinen Schützlingen zu arbeiten. Ja, auf jeden Fall ist es schon intensiv, aber ich denke, bei den Bedingungen fällt es nicht ganz so schwer. Also ich meine, sehr idyllisch hier, super Rasenplatz, super Hotel, und es ist natürlich klar, dass der Grundstein für die Saison gelegt werden muss in der Vorbereitung. Und es ist auch normal, dass man härter trainiert, länger trainiert. Der Ball ist bei Dynamos Cheftrainer auch in Österreich nahezu bei jeder Übungseinheit zentraler Trainingsbestandteil. Ein Fakt, den die Spieler zu schätzen wissen. Ja, ohne Ball ist immer ein bisschen langweilig sozusagen. Sobald der Ball dabei ist, fühlt man sich auch besser. Und von daher, alle Übungen sind bis jetzt auch mit dem Ball gewesen. Und ja, es macht einfach Spaß. Ist natürlich dann auch viel mit Laufarbeit verbunden. Und das ist, denke ich, das Hauptaugenmerk, worauf er achtet jetzt, dass wir uns ohne Ball viel bewegen, sodass man, wenn man den Ball kriegt, auch mehr Zeit hat, sich aus dem Schatten des Gegners löst. Auch wenn es nur 2-3 Meter sind, das sind die entscheidenden Meter, um dann Raum zu haben, um nach vorne zu spielen. Die Saisonvorbereitung ist im Profifußball grundsätzlich geprägt von intensiver Trainingsarbeit. Das Sommertrainingslager nimmt dabei eine ganz wichtige Rolle ein, um Körper und Geist möglichst ideal auf die Herausforderungen der neuen Spielzeit vorzubereiten. Ich kann jetzt nur von mir ausgehen, also für mich ist es extrem wichtig, weil ich davon lebe, also davon, meine ganze Saison hängt quasi davon ab, also wie fit ich in der Vorbereitung bin und wie fit ich danach bin. Und ja, das wird man dann hoffentlich in den ersten Spielen sehen, wie gut wir gearbeitet haben. Und ich denke, ja, das ist der Grundstein für die Hinrunde erstmal. Und dann in der Wintervorbereitung gibt es nochmal Trainingstage, wo man dann den Grundstein für die Rückrunde legt. Und ich denke, das ist schon sehr, sehr wichtig. Also sollte man möglichst viele Einheiten als Spieler mitnehmen, sodass man möglichst fit ist, ja. Ja, ich finde es schon wichtig, weil man dann einfach ganze Zeit auch zusammen ist und ja auch mal wieder andere Gespräche mit den Spielern führt und alles so ein bisschen schon intensiver ist. Von daher macht es mir Spaß hier und ich bin froh, dass wir hier sind. Janis Bornic hat den ersten Teil der Sommervorbereitung noch individuell trainiert. Längst ist Dynamos Neuzugang aber wieder mittendrin und zieht die Vorbereitung unter Cheftrainer Christian Fjell voll durch. Ja, also körperlich geht es mir gut. Ich merke zwar, dass von der Reise und heute von den Trainingseinheiten und gestern, dass die Beine schon ein bisschen schwer sind. Ja, aber da ist wichtig, einfach zu regenerieren und ja, dran zu bleiben. Patrick Ebert ist mit 32 Jahren der älteste Spieler im aktuellen Team. Dabei versucht der Bundesliga-erfahrene Mittelfeldspieler vor allem den jüngeren Profis in der Mannschaft etwas von seinem Schatz an Erfahrungen weiterzugeben. Auf jeden Fall. Also gerade Matthäus, der fragt sehr viele Sachen und da bin ich natürlich gerne da und stehe Rede und Antwort. Also das ist überhaupt kein Problem und ich helfe gern. Der ein oder andere ist vielleicht schüchtern und traut sich nicht so, aber wie gesagt, ich bin einfacher Junge und jeder kann auf mich zukommen und wenn es gewünscht ist, helfe ich gern. Einander helfen und füreinander da sein. Das wird nicht nur das Motto für die laufende Vorbereitung sein, sondern den gesamten Verein samt Mannschaft, Fans und Mitarbeiter durch eine lange und hoffentlich erfolgreiche Saison begleiten.